Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Nach der letzten aufregenden Folge, die totale Eskalation hier in dieser Fabrikhalle, haben wir diesen Roboterhund geholt, den Flathead. Und jetzt sollen wir uns zum Afterlife begeben. Das sind 1,3 Kilometer Entfernung. Deswegen hole ich mir mal mein Auto. Ist nur die Frage, wo der ankommt. Da ist er ja schon. Was ein Service. Moinsen. So, es gab noch einen Patch, in dem die Musik gefixt worden ist. Das heißt, wir müssen keine Angst mehr haben wegen der Musik, hoffe ich zumindest. Und wir werden einfach hier mal ein bisschen die Mucke höher drehen, dass wir davon was mitkriegen. Wir können ja mal, ja, 75 lassen wir jetzt erstmal. Jetzt müssen wir nur irgendwie vorbeikommen. Kommen wir hier vorbei mit der Karre? Wait. So, fahren wir von außen, das ist nicht ganz so wackelig. Oh, ich bin falsch abgebogen. Fantastisch. Gibt es eine Alternativroute, Navi? Ne, jetzt ist die Straße gesperrt. Okay, ich muss kurz wenden. So. Ja, ist richtig. Das war knapp. Oh, links! Sorry! Fast in den Stand noch reingefahren. Die Laterne auch noch. Meter. Schön, diese Stadt, oder? Wie das ausschaut, ist schon schick. Und linke Spur ist frei. Perfekt. So. 125 Meter. Sorry, sorry. Entschuldigung. Ich bin Fahranfänger, tut mir leid. Wie kommen wir denn hier rüber? Ah, hier. Kommen wir mit dem Auto rein? Sieht nicht so aus, okay. Gut. Frankfurt-Style, einfach auf der Straße parken. Okay. Hey, Jackie. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Oh, Mama ist dran. Müssen wir uns Zeit lassen. Wie geht's, Mama? Was gibt's Neues bei Senora Welz? Du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wells-Jungs. Ist ja Mama. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Okay. Das Afterlife ist überall bekannt. Ja. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Ja, ich bin ja da. Was man immer merkt bei Tastatursteuerung, dass man halt nur Vollgas laufen kann und nicht über den Controller so schön langsam hinterher traben. Eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Das Afterlife. Ja, ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden.
Willkommen im Afterlife. So. Und wer seid ihr, Clowns? Hallo. Freunde von Dexter, würde ich sagen. Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Das ist eine Kante. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Dankeschön. Wunderbar. Das ist es. Alter, wie sieht der denn aus? Ist ja cool. Oder die. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Boah, ist schon schick. Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhand. Endlich sind wir hier. Nun? Müssen wir warten. Siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue. Der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Hallo. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Zwei Johnny Silverhands. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ja, das ist herrlich. Auf Night City. Auf Night City. Und das Afterlife. Prösterchen. Salute. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Hm? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Bisschen schummrig. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Sehr schön. Oh. Ich merk's mir. Hallo. Hab gehört, ihr seid Dex' neuester Fund? Ich glaube, wir werden abgeholt. Nichts Großes. Mr. DeShawn erwartet euch. Hals und Bein, Bro. Danke. Weißt du das? Das gehört hier zu meinem Job? Tschüss. Seht euch um. Was machen. Glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Ratschende Waschweiber. Allesamt. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ja. Ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Yep. Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Depot. Dann kriegst du die Widersetzung. Meinst du, du kannst mich umhauen? Jackie ist immer auf Krawall gebürstet, ne? Bei dem anderen nicht hinsetzen wollen. Jetzt den anderen umschlagen. Ja, genau. Excelsior. Okay. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie. Ein Militärchanzug. Endlich vereint. Und was zum Aufsammeln. Danke. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Leg den Flathead in den Koffer. Alles klar. Ob ich den die ganze Zeit gelassen ist, aber mir auf dem Rücken. Alles klar. Macht's euch bequem. So. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Sollen wir ehrlich sein? Sie will dich raushaben? Ich meine, wir haben ja... Hallo?
Ja. Hätte nicht besser laufen. Bin ehrlich, mal gucken, was passiert. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ja, ich bin mal gespannt. Gehen wir den Plan durch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dax? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpeckis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Bin ich ja mal gespannt. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Das? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Klingt gut. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpecki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Och nein. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was ausseht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Oh. Der Plan. Was hältst du davon?
bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Los geht's, das Anzug haben wir schon bekommen. Okay, können wir dann gehen? Muss noch was erledigen? Was muss er denn noch erledigen? Lass uns loskommen. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Hallo. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn sein muss. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Er ist total begeistert. Gefechtsmodus. Genau so fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Ja, Prinzipien. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen. Wir nähern uns unserem Zielort. Wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Ein Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Ja. Okay, Harry. Gehen wir. Los geht's. Hallo. Warte. Ich hol den Flathead. Das ist der Karre. Und? Legen wir los? Natürlich. Jackie in Anzug.
Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere Willkommen sind für den Flathead. Kein Abend. Problem. Konfetti Plaza. Alles klar. Willkommen im Konpecky Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpecky Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Genau. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Dankeschön. Goldener Schnatz, was immer du bist. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpecky Plaza. Schönen guten Abend. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Mhm. Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Alle in Gold. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Overacting. Das ist ein krasses Hotel, oder? Echter Romantiker. Ja, ich bin ja da, Jackie, ganz ruhig. Kannst weitergehen. Ich weiß nicht. Wollte mich nur mal umgucken. Ziemlich krass. Das sind Profi-Puppen. Die erinnern sich nett aus. Wir kommen im Konpecky Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Was ein Hotel. Ist das hier ein Stück vom Mond oder was? Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber nicht übel. Ja, ich kann einfach alles tragen. Auf jeden Fall, Jackie. А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Also, доверен wir. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bab. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo.
Mach den Flathead an und such den Schachtzug ab. Oh, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Suche nach dem Einstiegspunkt. Innen ist versperrte Tür. Operation, hol auf, wo ist der Eingang her? Solltest du nicht nach dem Schacht suchen? Ja, bin doch schon dabei. Was schätzt er hier? Ach, da. Nee, das ist der Fernseher. Da hinten bestimmt, oder? Das ist aber nur Gold. Schacht, da. Ah. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Hast eine schicke Lampe. Komm her, mein Kleiner, ich mach dir den Schacht auf. Ist er nur nicht. Macht er das von alleine? Systeme laufen. Ladung bei 100%. Tschüss. Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Hallo. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle zwei. Raus zum Ranzoomen. Scanner, wo ist der nächste Schacht? Das sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Sehr geil. Voll die Krabbe. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Also. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Ah, die räumen auf. Drauf stand an das nette Hausmädchen, das ihn Bug. Findet. Problem. Das Chaos. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Aber ich lenke sie ab. Was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Gerne nach Geräten zum Hacken, okay. Holoprojektor vielleicht? Wer? Nein. Du weißt schon. Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Alles klar, ganz ruhig. Yorinobu Arasaka? Oder noch? Männer wie der sind immer Single. Das Terrarium hat eine Steuer. Er mag in teuren Anzügen stecken, glaub, das aber wird sein nicht. Schwanz steckt immer woanders. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Schätzchen. Nimm dir lieber das Glas vor. Du musst verlinken. Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Praktisches Ding. Okay, wir sind wohl im Schacht. Nu?
Muss ich was suchen? Scannen, Zugang, Lüftungsschächten. Alles klar. Das machen wir gleich. Aber ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Folge. Denn wir sind so bei einer groben halben Stunde. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da reinkommen in das Hotel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.